Freunde, ich bin schon komplett nass geschwitzt, bevor ich überhaupt starte, aber heute habe ich wieder das kleine Rote für euch an, meine Freunde, das kleine Rote. bis gleich. Oh, meine Freunde, es ist so heiß. Und hier dieser Bereich ist nicht so krass klimatisiert, deswegen mega heiß. Oh, ja, echt cool, ich treffe euch echt fast, also jede Woche sicher, aber fast jeden Tag hier. Teamcoach Sassy, das beste Team ever. Aber wenn ihr mich anschreibt, natürlich kann ich nicht. Es sind so viele hier in Dubai. Ich kann nicht jeden einzelnen treffen, aber ihr seht ja, wo ich immer bin. Wenn ihr mich seht, sprecht mich an. Richtig geil. Heute Abend kommt das krasseste Video, weil es gibt so viel Neuigkeiten. Wenn ihr schön festgehalten habt an euren Kryptos, dann guckt unbedingt das Video heute Abend. Es ist so krass, was passiert. Die Manipulation, es ist so heftig. Ihr könnt es nicht glauben. Guckt das Video unbedingt heute Abend. Einfach nur heftig und Mann, ich gucke jetzt gleich in eure Fragen rein. Bis gleich. Und meine Freunde, guckt unbedingt in den Shop. Wir haben so viele geile Angebote. 25% auf die Resistant Bänder. Ihr braucht nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Ihr könnt alles im Studio machen. Gerstengras reduziert, Basenzitrat, Omega-3-Öl. So geil, alles. Guckt unbedingt schnell in den Shop. So einen Laptop bekommen. Leider gab es den so mit 8 TB und 64 GB Arbeitsspeicher. Nicht direkt, sondern den muss man konfigurieren, bestellen bei Apple. Habe ich gemacht, über Deutschland, muss ich mir schicken lassen. Dauert alles ein bisschen länger. Nervig. Glaube ich, dass man Lipödem-Fett auch abnehmen kann? Also nicht das normale, sondern das andere. Maximum-Prinzip. Was soll ich noch sagen? Oh, da hat jemand ganz frische, aktuelle Informationen, das stimmt. Es wurden so viele Stablecoins wie noch nie gemintet. Und das heißt praktisch, bereitet euch vor, der Sturm wird kommen. Was studiert man am besten? Kommt drauf an, was du werden willst. Also wenn du ein Teil vom Hamsterrad werden willst, dann studierst du. Wenn nicht, dann lernst du, wie die Welt funktioniert. Muss jeder selber wissen, meine Freunde, muss jeder selber wissen. Was würdest du jemandem empfehlen, der keine Ahnung hat? Recherchieren, sich interessieren und Gas geben. Gestern zum Beispiel habe ich gedacht, okay, Yield Farming, will ich mich nochmal mehr informieren. Habe ich erstmal 10 Videos über Yield Farming angeguckt. Wann denke ich, kommt der Bear Market? Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ob wie erwartet im August, September oder erst im nächsten Jahr. Man kann das wirklich schwer sagen. Was wichtig ist, später, Richtung August, werde ich auf jeden Fall Profite teilweise zur Seite ziehen. Das sage ich im Video, wo Ethereum und Bitcoin dieses Jahr hingehen wird. Sagen wir mal, ihr macht 3x, 4x. Ihr schiebt davon die Hälfte zur Seite und tut es in Stablecoin. Und kriegt darauf 10% Rendite. Da ist doch nichts verloren. Wohnung oder Haus in Dubai. Also ich bin hier gerade in der Wohnung sehr happy. Weil die Community ist sehr geil für die Kids, da sind viele Kinder vor der Tür und spielen und ich kann überall mit dem Roller hin, JBR. Ich benutze das Auto maximal einmal die Woche. Für mich ist das jetzt gerade hier mega. Nein, keine Ausreden, ich hatte einfach andere Prioritäten. Aber ich will auf jeden Fall, bevor meine Kinder das sprechen können, weil die lernen das in der Schule später, muss ich es auch lernen. Also irgendwann werde ich es lernen müssen. Was hast du zuerst getan, als du nach Dubai gekommen bist? Ich guck mal kurz ins Archiv, ob ich noch meinen ersten Post nach meiner Auswanderung finde. Mal schauen. Letzter Tag und mein Flieger geht heute Abend. Also deswegen jetzt noch schnell packen, Erledigungen machen und dann bin ich Fuji Deal! Yeah! Hallo meine Freunde! Ich weiß, ich sehe müde aus, meine Haare sitzen auch nicht. Aber ich bin in Dubai angekommen. Der Nachtflug. Ich habe sehr wenig geschlafen, aber ich bin jetzt hier. Und habe gerade mein Auto schon gemietet für die nächsten 2 Wochen, weil ich mein Resident Visa natürlich noch nicht habe und noch nicht mein Auto, was ich hier gekauft habe, in Empfang nehmen kann. Ja? Ja, vielleicht nur studieren, um das Wissen zu bekommen über Biochemie oder so. Genau, ja, das ist ja der Punkt, was ich sage. Ihr lernt es da falsch. Ihr lernt ja, dass Zucker gut ist. Dass ihr keine Mängel habt. Dass Gluten gut ist. Dass 60% Zucker aufnehmen okay ist. Ärzte lernen laut Doktorat 2 Stunden über Vitamine. Hat nichts mit Gesundheit zu tun, hat was mit Krankheit zu tun. Es ist das Gegenteil.
Psychologen nicht, dass es dem Patienten sofort mit Techniken besser geht? Nein. Schmerz rumgraben, nochmal reingraben. Banker wissen nicht, wo das Geld gedruckt wird, sind gegen Krypto. Ärzte gegen Vitamine. Psychologen haben keine Techniken, dass es den Leuten sofort besser geht. Ernährungswissenschaftler lernen, 60% Zucker ist gut und wir haben keine Menge. Das ist es ja. Ethereum $8,000 bis Ende des Jahres. Ich sage es im Video heute Abend. Guckt das unbedingt. Die Manipulation hat aufgehört. Schaut, was jetzt passiert. Diese Frage kommt oft. Ich muss da jetzt nochmal drauf eingehen. Man braucht Alkohol in der Essenz für die Leber, weil es sonst nicht haltbar wird. Sonst würde ich euch das schicken und es ist vergammelt. Wenn ihr nicht vorhabt, 5 Flaschen auf einmal runter zu kippen, sondern so wie auf der Empfehlung, 1-2 Tropfen, dann ist das so irrelevant für euch. Weil wisst ihr was? Fruchtzucker aus Obst und Gemüse ist Alkohol. Biochemisch. Habe ich hier erklärt. Also wenn ihr einen Apfel esst, dann habt ihr ungefähr 5000 Mal mehr Alkohol aufgenommen, als in einem Tropfen. Okay, aber die Frage kommt immer wieder. Stakest du VeChain? Und das ist eine gute Frage, die gebe ich zurück an euch. Wo staket ihr für wie viel Prozent VeChain? Weil ich bin nicht zufrieden, ich stake es bei crypto.com, aber kriege da nur 2%. Da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten, deswegen schreibt mal rein. Hallo meine Freunde, euer Coach, hier ist Cecil. Wo sitze ich hier? Vorm Hubschrauber in Dubai. Naja, auf jeden Fall, ich kriege diese Frage wirklich 30 Mal am Tag und es macht mich wahnsinnig. Deswegen sprechen wir jetzt heute nochmal über Nahrungsergänzung und... Das ist mein nächstes Projekt, ein bisschen auf Eis gelegt, aber kommt auf jeden Fall noch, und zwar das Entgiftungsprinzip. Das werde ich auch gerade jetzt in diesem Wahnsinn noch machen, aber ich brauche mal Zeit, ich will es immer perfekt haben. Also richtig gut und es dauert ein bisschen. Wie bist du mit Ausländerfeindlichkeit umgegangen? Also entweder Kopfnuss oder linker Haken. Manchmal auch ein rechter Haken, aber eher seltener. Und ihr so? So, meine Freunde, jetzt haben wir es wieder geschafft. Gleich 70 Minuten und richtig geil, eure Nachrichten jeden Tag. Ich drehe echt durch, es ist so geil, wie ihr alle nacheinander rauskommt aus diesem Drecksversklavungssystem. Ich bin so stolz auf euch. Und wenn ihr noch nicht im Matrix-Prinzip seid, meldet euch an. Wir haben keine Zeit. Wollt ihr warten, bis Spahn einen Vorschlag haben, in euer Kinderzimmer kommt und euch auf den Kopf haut? Oder wie lange wollt ihr noch warten? Was soll noch passieren? Und wenn ihr im Matrix-Prinzip seid, Business-Prinzip, wir starten wieder am 1. Juni. Jetzt haben wir Mai, Juni, ja? Also nächste Woche. Unbedingt eintragen. Unbedingt mitmachen für einen Rabatt. Mal schauen, wird wieder irgendeine Überraschung, eine Auslösung. Wir uns wieder einfallen lassen, damit ihr auch alle rauskommt aus diesem Versklavungssystem. Und jetzt hier nochmal das Video, was der Unterschied ist: Matrix-Prinzip und Business-Prinzip. Und das war's erstmal. Bis später. Ja? Und Eisen ab und zu. Ja? Und die weiße Tablette. Das ist Zink. Und Omega-3. Und Vitamin D. D. Und Vitamin D, ja. So, meine Freunde, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Ich muss das Video schnell schneiden. Ich schneide das irgendwo hier, vielleicht in der Cheesy oder so, mal schauen, damit ihr das noch rechtzeitig bekommt. Das sehr, sehr wichtige Video. Und das gerade vorhin, was ich euch gezeigt habe, ist der Hauptfehler, meine Freunde, immer. Investiert erst in euer Wissen, bevor ihr in irgendeine Kryptowährung investiert. Ich sage das doch jeden Tag 50 Mal. Ich meine, wenn ihr euch nicht so doll auskennt, dass ihr nicht mal wisst, auf welcher Plattform ihr das kauft, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr nicht die einzelnen Projekte alle kennt. So, und das Wichtigste ist immer das Wissen. Auch wenn sich eine Kryptowährung verdreifacht, seid ihr trotzdem noch im Hamsterrad und im Sklavensystem. Das ist das Wichtigste, das Wissen. Der erste Cent muss in euer Wissen gehen. So wichtig. Meine Freunde, ich bin einfach ein Schnüffler. Da kann man nichts machen. Ich musste wieder was zum Schnüffel holen. Tiffany! Sie noch? Jimmy Choo! Einmal durchdrehen, meine Ladies, einmal durchdrehen. Mio Mio!
Ja. Oh, ich hoffe, ich schaffe das bis 8. Ah, die Mall ist schon echt schön hier. Die Mall of Emirates. Die Dubai Mall ist auch schön, aber anders. Die Mall of Emirates ist irgendwie so, ja, familiärer, gemütlicher, nicht ganz so riesig, aber trotzdem sehr, sehr schön. Gerade zur Weihnachtszeit ist hier alles beleuchtet und so. Also schon allein dieses Video hat sich so gelohnt, dass da steckt so viel Mehrwert drin. Das hat mir jetzt nur nochmal, ja, nochmal einfach die Augen geöffnet. So krass. Er ist einfach jemand, von dem kann man nicht aufhören zu lernen und zu dem man aufschaut, wie zu einem großen Bruder, den ich halt nie hatte. Und ja, einfach unglaublich, ne? Ja, alles eine Sache von Mindset. Ich könnte mich verkriechen und mich nur ärgern und sagen, wieso ist uns das passiert? Aber nein, shit happens, Krone richten und weitergehen. Ja, ich habe eher irgendwie noch ein paar andere Sachen im Kopf, was ich gerne umsetzen möchte. Aber das Matrix-Prinzip, ich denke, wenn jeder das Matrix-Prinzip machen würde, hätten wir eine viel freiere Gesellschaft. Die Leute hätten mehr Möglichkeiten, ja. Die Couch ist einfach so mega. Der Mann lebt einfach genau das, was er sagt, ja. Und dadurch, dass ich das Business-Prinzip gebucht habe, ja, haben wir einfach nochmal so viele coole Einblicke gekriegt, ja, mit Emanuel zusammen, ja. Und sie haben uns halt... Freunde, es ist soweit. Ich habe alles noch rechtzeitig hochgeladen bekommen. Hier geschnitten in der Cheesecake Factory. Habe mich richtig beeilt. Dauert echt immer lange, die Videos zu schneiden. Und guckt das Video unbedingt. Wisch jetzt hoch. Teilen, gucken. Richtig geiles Video. Einfach die Macht nicht abgebe. So wie er das immer sagt, gib die Macht nicht ab. Das habe ich so verinnerlicht. Allgemein, es hat einfach mein Leben so verändert. Niemand kann mehr irgendwie dafür verantwortlich sein, dass es mir irgendwie... Hey Leute, es ist 23.05 Uhr und ich habe in einer Stunde Geburtstag. Und was mache ich? Ich schaue mir das Matrix-Prinzip an. Oh, meine Freunde, echt, ey. Ich sitze hier, guck mal, so sauer wie der ist. Ich sitze hier in den Kryptos und ich bin so geschockt, meine Freunde, ich bin so geschockt. Ich bin so stolz auf euch, dass so viele von euch alles umsetzen, dass ihr euren Kindern alles beibringt. Aber ihr müsst wissen, bei so vielen Zuschauern habe ich auch Zombies dabei, die ich versuche aufzuwecken, jeden Tag. Und dann gibt es Kinder, die unter solchen Eltern leiden. Ich werde angeschrieben und es geht um eine Krankheit und ich gebe einen Tipp. Okay, ich gebe Tipps, was ich machen würde. Und ich gebe 1, 2, 3 Tipps. Zum Beispiel sage, ketogene Ernährung ist wichtig, Vitamin D-Spiegel und alles, was ich im Maximum-Prinzip erkläre. Unter 20 Euro im Monat. Folgt mir seit einem halben Jahr. Ich sage, ja, und was hast du gemacht? Hast du recherchiert? Nee, ich bin dabei, die Free-Tour zu gucken. Es geht um eine richtige, ernstzunehmende Krankheit von dem Kind. Sie ist nach 6 Monaten noch dabei, die Free-Tour zu gucken. Und dann habe ich gesagt, ketogene Ernährung, erkundigt, macht er? Nee, der kann das nicht machen. Der macht das irgendwie nicht. Ich sag, wie alt ist denn der? 6. Dann bist du zu 1.000.000% verantwortlich dafür. Dann sage ich, ja und... Maximum-Prinzip, alles, was ich da sage, Gesundheit, Säure-Basen-Haushalt, Zucker reduzieren, Mineralstoffe, Vitamin, alles, was ich im Maximum-Prinzip sage, ja, ich bin dabei, die Free-Tour zu gucken. Seit 6 Monaten. Ich sage, hey, ich dachte, du gibst mir Tipps. Ketogene Ernährung recherchieren, Vitamin-D-Spiegel, alles, was ich im Maximum-Prinzip sage. Kein Interesse. Es ist kein Interesse für die Gesundheit des eigenen Kindes da. Und dann sollte man sich richtig schämen, okay? Es tut mir wirklich richtig im Herzen weh, so eine Nachrichten von solch ignoranten Personen zu hören, denen das eigene Kind so
mega scheißegal ist. Kann man nicht anders sagen. Man kann es nicht. Ich sag's auch nicht anders. Ich sag's auch genau so, weil mich das richtig verletzt für das Kind. Das Kind ist 6 Jahre alt. Soll das Kind selber recherchieren über ketogene Ernährung, über Vitamin D, über die ganzen Sachen, die ich sage? Kann ein 6-jähriges Kind nicht. Das ist die Verantwortung der Eltern, sich dafür zu kümmern. Nicht nach 6 Jahren, nach 6 Monaten gar nichts gemacht zu haben, nicht zu recherchiert haben, ein Scheißdreck. Und dann sage ich das auch so, weil ich meine das auch so. Und dann kommt natürlich zurück, nein, ich würde für meine Kinder alles tun. Moment mal, was hast du gerade gesagt? Bla, 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 bla. Ich kann es nicht hören. Dieses arme Kind, es tut mir wirklich richtig, richtig leid.